Willkommen zurück. Beim letzten Mal haben wir gemeinsam den Editor Eclipse und Java installiert. Du hast auch schon dein erstes Programm geschrieben, das diese Konsolenausgabe hier erzeugt hat. Und wir fangen jetzt an mit Zahlen. Zahlen sind elementar und kommen so gut wie in jedem Java-Programm vor. Okay, als erstes minimiere ich mir hier die beiden Fenster Tasklist und Outline. Und ich zeige euch noch, wie ihr das Theme in Eclipse ändern könnt über den Punkt Window, Preferences. Könnt ihr hier unter dem Einstellungspunkt General Appearance hier das Theme wählen. Wir können jetzt hier zum Beispiel mal umstellen auf Dark. Dann erscheint der Hintergrund eben ja dunkel und auch die Schlüsselwörter werden farbig anders hervorgehoben. Wenn euch das lieber ist, könnt ihr das gerne so lassen. Ich stelle es in meinem Fall jetzt wieder auf Classic um. Da komme ich besser zurecht und tue mich leichter, dass ihr das mal gesehen habt. Die Felder könnt ihr hier zurechtrücken, sodass ihr Platz habt. Und wir fangen an. Diese Klasse hier schließe ich vom letzten Mal. Und wir erstellen ein neues Projekt. Dieses Projekt nennen wir jetzt einfach mal Zahlen. Wir erstellen jetzt in jedem Video ein neues Projekt. Einfach damit der Quellcode gespeichert ist, falls ihr was nachschauen wollt, damit ihr jederzeit an den Code rankommt. Okay, wir klicken auf Finish. Hier sagen wir Don't Create und erstellen hier in unserem Source-Ordner wieder eine neue Klasse. Diese Klasse nenne ich jetzt einfach auch Zahlen und ich lasse mir die Startmethode automatisch von Eclipse generieren. So. Als einfaches Beispiel, wir machen das jetzt einfach Learning by Doing mäßig. Als einfaches Beispiel stellen wir uns jetzt einen Laden vor, ein kleines Geschäft. Und das Geschäft wollen wir jetzt hier in Java abbilden. Und unser Geschäft verkauft zwei Produkte, und zwar ja, Jacken und Hosen von mir aus. Und wir wollen jetzt hier den Gesamtlagerbestand berechnen. Wir speichern jetzt hier Zahlen in sogenannten Integern. Integer ist ein primitiver Datentyp. Ein Integer legt man mit dem Schlüsselwort int an. Und danach kommt die Bezeichnung, wie wir unsere Variable nennen wollen. Ich nenne die Variable jetzt Anzahl Jacken. Wir beenden die Anweisung mit einem Strichpunkt und wir erstellen einen zweiten Integer mit der Bezeichnung Anzahl Hosen. Jetzt haben wir diese zwei Datentypen deklariert. Ich schreibe das mal als Kommentar hier dahinter. Mit Doppel-Slash macht man in Java Kommentare. Das heißt, in dieser Zeile wird Java alles, was hinter dem Doppelslash steht, ignorieren. Deklaration, dass ihr das einfach schon mal gehört habt. Wir haben die beiden jetzt deklariert. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir Java bekannt mit den Integern bekannt gemacht haben. Wir haben jetzt praktisch zu Java gesagt, ich hätte gerne, dass du mir zwei Integer mit dem Namen Anzahl Jacken und Anzahl Hosen anlegst. Jetzt wollen wir hier natürlich Werte zuweisen. Wir müssen ja wissen, wie viele Jacken haben wir. Das heißt, wir tippen ein, Anzahl Jacken ist gleich 9 von mir aus. Schließen die Anweisung und Anzahl Hosen ist gleich 3. Jetzt haben wir die beiden Werte initialisiert. Das heißt, wir haben die beiden Variablen initialisiert. Wir haben unseren beiden Variablen einen Wert zugewiesen. So, Eclipse unterstreicht uns jetzt die beiden Integer noch gelb. Das liegt daran, dass wir die noch nicht verwendet haben. The value is not used. Stimmt, wir haben damit noch nichts gemacht. Wir verwenden die noch nirgends im Programm. Deswegen stört uns das nicht weiter. Jetzt erstelle ich hier einen neuen Integer. Und diesen Integer nenne ich Gesamtbestand Lager. Und diesem Integer wollen wir jetzt natürlich die Gesamtzahl unserer Produkte zuweisen. Das heißt, wie viele Produkte haben wir insgesamt? Das ist natürlich die Anzahl der Jacken plus die Anzahl der Hosen. Jetzt fangen wir an zu tippen und schreiben GE und mit Steuerung Leertaste könnt ihr die Autovervollständigung öffnen. Das heißt, Eclipse schlägt euch dann automatisch vor, ja, welche Methoden oder welche Variablen jetzt hier vervollständigt werden können, was passt. Und wir sehen hier schon unser Integer-Gesamtbestand Lager. Drücken wir Enter und müssen uns nicht selber schreiben. Und unser Gesamtbestand Lager, der ist jetzt eben die Anzahl Hosen plus die Anzahl Jacken.
Ganze geben wir jetzt einmal aus mit einer Systemausgabe System.out. Da können wir auch einfach sysout schreiben, dann eine Leertaste, Steuerung Leertaste drücken und er vervollständigt uns diese Anweisung automatisch. Jetzt schreiben wir hier in Anführungsstrichen Lagerbestand insgesamt Doppelpunkt. Und jetzt wollen wir hier unsere Integer Gesamtbestand Lager ausgeben. Den fügen wir jetzt hier mit einem Plus zusammen. Gesamtbestand Lager. Dieses Plus brauchen wir, um in unserer Systemausgabe diese Zeichenkette hier zusammenzufügen mit unserem Integer Gesamtbestand Lager. Ihr seht es gleich, wenn wir es ausgeben. Wir führen das Programm einmal aus und wir sehen hier Lagerbestand insgesamt 12. Das stimmt, wir haben 9 Jacken und 3 Hosen. Okay, soweit so gut. Jetzt kommentiere ich das Ganze hier mal aus. Ich markiere das. Steuerung 7. Jetzt gebe ich euch ein weiteres Beispiel. Ich erstelle zwei neue Integer. Integer A und Integer B. Und den beiden weisen wir jetzt Werte zu. A soll 11 sein und B soll 2 sein. Was wir hier jetzt wieder gemacht haben, ist, wir haben zwei Integer deklariert und sie hier mit den Werten 11 und 2 jeweils initialisiert. Diesen Schritt oder diese zwei Schritte, die können wir auch zusammenfassen in einem. Wir können nämlich gleich sagen, Integer A ist gleich 11. Integer B ist gleich 2. Und damit sparen wir uns hier schon mal die Hälfte des Codes und das Ganze wird wesentlich übersichtlicher. Jetzt wollen wir den Integer A, also 11, durch B teilen. 11 geteilt durch 2. Das Ergebnis weiß jeder, ist natürlich 5,5. Und wir schauen, was passiert. Sysout. Wir teilen A geteilt durch B. Wir können im Übrigen in der Systemausgabe direkt Rechenoperationen durchführen und müssen dafür nicht einen eigenen Integer-Ergebnis anlegen oder sowas. Wir können jetzt hier mit Integern alle Rechenoperationen durchführen, die in der Mathematik auch erlaubt sind. Wir können hier natürlich A plus B minus geteilt durch und mal rechnen. So, jetzt schauen wir, was A geteilt durch B ergibt. Und ihr seht, das Ergebnis ist 5. Okay, 11 geteilt durch 2 ist 5,5. Warum haben wir jetzt hier als Ergebnis 5? Naja, weil Integer eben eine Ganzzahl speichern kann. Der Datentyp Integer kann nur ganze Zahlen speichern. Das heißt, hier wird diese Rechenoperation durchgeführt. 11 geteilt durch 2 ist 5, und das interessiert ihn auch gar nicht weiter, denn er kann, oder der im Integer, kann nur die 5 hier vorne zugewiesen werden und er schneidet alles, was hinter dem Komma steht, ab. Hier könnte auch von mir aus 5,9 bei irgendeiner Rechnung rauskommen. Er würde trotzdem 5 ausgeben, denn er schneidet strikt alles ab, was hinter dem Komma steht. Dafür haben wir einen anderen Datentypen, und zwar den sogenannten Double. Ich kommentiere das wieder einmal aus. Ich erstelle jetzt hier zwei neue Double. Integer speichert, wie gesagt, Ganzzahlen. Mit einem Double speichern wir Kommazahlen. Das heißt, wir müssen auch bei der Initialisierung unsere Zahl mit der Nachkommastelle angeben. Ich erstelle jetzt hier Double X gleich 11,0 und ihr seht schon, Vorsicht hier, in Java schreiben wir statt einem Komma, wie im Deutschen, einen Punkt. Und ich erstelle Double Y ist gleich 2,0 und wir geben das Ganze jetzt erneut aus, X geteilt durch Y und schauen, was jetzt passiert. Wir sehen, das Ergebnis ist 5,5. Okay, soweit so gut. Wir sehen jetzt, wenn wir mit Kommazahlen rechnen wollen oder wenn unser Ergebnis eine Kommazahl sein könnte, dann arbeiten wir mit Doublen. Als Beispiel jetzt, wenn wir in einem Programm mit einer Personenanzahl arbeiten, dann verwenden wir natürlich den Integer, denn es gibt keine halben Menschen. Wenn wir zum Beispiel ein Bankkonto abbilden wollen, dann verwenden wir natürlich den Double. Denn wir wollen auch die Centbeträge berücksichtigen. So, ich habe das Ganze jetzt wieder auskommentiert. Hier schreibe ich euch noch einen Kommentar dazu. Integer ist gleich Ganzzahl. Double ist gleich Kommazahl. Wir haben jetzt noch mehrere Datentypen, in denen wir Zahlen speichern können. Und zwar geht es los. Wir können Zahlen speichern in einem sogenannten Byte. Dann gibt es einen Short, einen Integer, einen Long, einen Float und einen Double, dass ihr das Ganze mal gehört habt. Wir haben jetzt hier Double und Int verwendet. Was ist der Unterschied? Naja, ein Byte,
der wird, beziehungsweise alle Datentypen hier sind primitive Datentypen und die werden vom Computer anders verarbeitet. In einem Byte können wir nur einen Wertebereich von minus 128 bis plus 127 speichern, denn der wird intern vom Rechner mit 8 Bit abgespeichert. Das heißt, wir haben 8 Stellen, der Computer rechnet ja nur mit Nullen und Einsen, an denen jeweils eine 1 oder 0 sein kann und daraus ergeben sich so viele Möglichkeiten, dass wir eben nur den Wertebereich von minus 128 bis plus 127 abdecken können. Ein Short, der wird schon mit 16 Bit gespeichert intern. Da können wir, da muss ich selber kurz nachschauen, einen Wertebereich von minus 32.768 bis plus 32.767 abdecken. Der Int wird mit 32 Bit gespeichert, da kommen wir dann schon auf über minus 2 Milliarden bis plus 2 Milliarden und so weiter. Was ist jetzt hier der Unterschied oder warum macht man das so? Naja, da geht es bei größeren Programmen, bei wirklich größeren Programmen, geht es dann ein bisschen um die Performance. Wenn natürlich ein Byte intern mit weniger Bit abgespeichert wird, dann erfolgt ja der Zugriff schneller und es hat Performance-Vorteile. Das merkt man heutzutage bei der Leistung der Rechner sowieso kaum mehr. Und da geht es dann wirklich um Programme, die was weiß ich wie viel Tausende und Zehntausende Zeilen Quellcode haben. Okay, damit ihr das Ganze mal gehört habt. Okay, hier siehst du deine ersten beiden Übungsaufgaben. Ein Rechteck hat die Länge 5 und die Breite 8. Wir verzichten hier bewusst noch auf die Einheiten. Berechne Fläche und Umfang und gib das Ergebnis in der Konsole aus. Aufgabe Nummer 2. Führe die Berechnung 174,5 minus 114,2 durch und erzeuge folgende Systemausgabe. Ergebnis Doppelpunkt 174,5 minus 114,2 gleich 60,3. Da möchte ich, dass du wirklich in der Systemausgabe bzw. in der Konsole das blau markierte stehen hast, genauso wie es hier steht. Mach die Übungsaufgaben, viel Erfolg, halte das Video kurz an und wir verbessern es gleich zusammen. So, wir verbessern die erste Aufgabe. Ein Rechteck hat die Länge 5 und die Breite 8. Wir legen jetzt hier zwei Integerwerte an. Integerlänge gleich 5, Integerbreite gleich 8. Dann lege ich zwei weitere Integer an, und zwar Integerfläche ist gleich Länge, was schreibe ich denn, mal Breite, und den Integerumfang ist gleich, das können wir in Klammern schreiben, müssen wir aber nicht, Java berücksichtigt automatisch die Punkt-Vor-Strich-Regel, 2 mal Länge plus 2 mal Breite. Okay, wir geben das Ganze aus. Sysout. Fläche. Sysout. Umfang. Schauen wir mal. 5 mal 8 ist 40, das passt soweit. 2 mal 5 ist 10, 2 mal 8 ist 16, 26, das Ergebnis stimmt. Wir könnten jetzt diese Berechnungen, also Länge mal Breite, auch direkt hier reinschreiben. Wir müssen jetzt nicht einen neuen Integer dafür erzeugen. Wir können auch hier schreiben Fläche plus und dann sagen wir hier einfach Länge mal Breite. Auch das wird funktionieren. Den Integer lösche ich einmal und wir schauen uns das Ergebnis an. Du siehst, das Ergebnis ist das gleiche. Das Ganze können wir jetzt hier theoretisch auch machen, allerdings nicht so einfach, wie wir es jetzt hier oben in Integer-Umfang geschrieben haben. Ich zeige es euch kurz, was ich meine. Umfang, wenn ich jetzt mir hier das einfach reinkopiere, und den Integer hier lösche, wir geben es einmal aus, dann passiert folgendes, Java berechnet hier zweimal die Länge, das ist 10, das heißt, es gibt uns hier die Zahl 10 aus und fügt in der Systemausgabe mit dem Plus die Zahl dahinter, also das zweite Ergebnis ist zweimal die Breite, das ist 16, wir wollen aber nicht, dass das hintereinander steht, sondern wir wollen, dass das wirklich hier verrechnet wird, das heißt, wir müssen das in eine Klammer schreiben, zweimal Breite. Und dann funktioniert das Ganze genauso.
Umfang 26. Und die Aufgabe 2, führe die Berechnung 174,5 minus 114,2 durch. Wir erstellen zwei Doppelwerte. Doppelwert 1 gleich 174,5 und Doppelwert 2 gleich 114,2. Dann erstellen wir einen neuen Double, den nennen wir Ergebnis. Und da sagen wir natürlich Wert 1 minus Wert 2. Gewöhnt euch das gleich an, die Autovervollständigung zu nutzen. Die brauchen wir später laufen, damit wir einfach schneller sind und nicht so viel tippen müssen. Okay, wir erzeugen eine Systemausgabe und sollen jetzt das hier ausgeben. Als erstes brauchen wir natürlich hier diese Zeichenkette. Ergebnis Doppelpunkt. Schreiben wir in die Anführungsstriche rein. Ergebnis Doppelpunkt. Und wir fügen in die Systemausgabe an. Einmal den Wert 174,5, den haben wir gespeichert in unserem Doppelwert 1, das heißt plus Wert 1. Dann brauchen wir ein Minus, nicht als Rechenoperator, sondern als Zeichen. Das heißt, wir sagen plus, Minus und das Minus setzen wir in die Anführungsstriche rein. Plus den Wert 2, dann brauchen wir ein Ist gleich als Zeichen. Das heißt, in Anführungsstrichen wieder ein Ist gleich. Und am Ende unser Ergebnis. Wir führen das Ganze einmal aus und sehen, okay, es stimmt grundsätzlich, die Formatierung passt noch nicht ganz. Wir brauchen noch ein paar Leerzeichen. Hier fehlt uns eins vor und nach dem Minus und jeweils vor und nach dem Ist-Gleichzeichen. Jetzt passt die Ausgabe und es ist so wie gefordert. Okay, das war dein erstes Video, in dem du wirklich selbst programmiert hast. Ich hoffe, du hast das Ganze verstanden. Wenn nicht, schau dir nochmal Teile des Videos an. Im nächsten Video machen wir weiter mit Zeichenketten und Wahrheitswerte. Wenn dir das Video und der Kurs gefällt, unterstütze mich gerne mit einem Abo und einer positiven Bewertung. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich.